Hallo, Moritz hier. Wunderschönen guten Tag zum neuen Vlog. Heute ist ein Takeover geplant. Die Ponywatz-Brüder, Bennett und David, die habe ich auf die Reise geschickt heute. Es ist schon Abend, ich habe die Aufnahmen nicht gesehen. Wir starten gleich in den Vlog. Ich habe denen die Kamera übergeben und habe einfach gesagt, macht mal Jungs. Und wir schauen uns jetzt mal an, was die Jungs heute so erlebt haben. Moin! Ey, bist du am Telefonieren oder was? Ich wollte jetzt, aber ich kann ich gleich anrufen? Ja, bis gleich. Ja, ja. Jetzt guten Morgen. Ey, ich muss mich entschuldigen. Also 8 Uhr ist mir dann doch zu früh. Also wir machen, kann ich verstehen. Ja, wir machen den Takeover, aber warum steht ihr denn zu früh auf? Ich weiß nicht. Das ist Gewohnheit. In der Woche stehe ich um 5 auf. Da ist um 7 Uhr oder um 7:30 aufstehen schon sehr, sehr spät. Auch sonntags? Ja, sonntags meistens so 6:30. Ja, filmst du gerade schon? Ja, klar. Ja, geil. Ja, moin sein. Mein RTL. Wo ist dein Bruder? Der ist oben. Wir waren schon frühstücken, aber ich habe noch mal ein zweites Züngerchen bekommen. Und jetzt schläft er, oder was? Nee, ich glaube, der hat sich gerade noch irgendwelche Steuersachen angeguckt. Der wollte die Zeit ein bisschen sinnvoll nutzen. Moin! Moin! Ihr habt mich schon beim Frühstück vermisst. Ja, ja, ich habe mit deinem Bruder schon gesprochen. Ach so. 8 Uhr waren wir ein bisschen zu früh. Wir pimmeln nur ein bisschen rum. Ach so, gut, sehr gut. Ein bisschen was am Pony machen und so. Kennst du dich schon? Was ist denn das für eine? Hier Osmo, wie heißt das? Ja, kenne ich. Die hier mit 360 Grad und so. Ja, genau. Werden wir schon gefilmt? Ja, klar. Geil! Wie geht denn die nochmal an? Auf Rot drücken? Nee, rechts an der Seite ist so ein Ding. Ah. Ah. Ach, geil, die hatten wir schon mal. Ja, die ist geil, die haben wir schon mal bei. Dann kann man relativ viel Blödsinn machen. Ja, vielleicht geht's los. Wir müssen aufgestanden. Ich? Ja. Um 10. Alter, krass. Kurz vor 10, dann zum Frühstück. So, wow. Ja, geil. Alter. Na sehr gut, ich sehe schon, ihr kommt damit klar. Nehmt ihr Leute einfach mal mit. Hier und dann, wann? Ihr habt nachher kurz nach 2 war das, ne? 14:15 Uhr. Ja, dann ihr macht euch einmal länger warm, dann sehen wir uns nachher drüben. Länger ist gut. Wir machen uns mal länger warm, als wir spielen. Warum eigentlich? Körper. Körper. Körper ist alles, da oder? Da muss erstmal ein bisschen mobilisiert werden. Je älter, desto länger das Aufwärmprogramm. Ah gut, dann habt ihr noch einen schnellen Weg vor. Oh, das stimmt eigentlich auch nicht, wenn man sich so Popeye anguckt und Bilder drehen, die haben dreimal die Schulter gekreist und dann ging los. Es gibt immer Ausnahmen von der Regel. David, was geht? Alles klar. Schon mal ein bisschen einstimmen auf Klassenerhalt heute? Immer. Wollen wir Kaffee? Junge, da hat der Cutter aber gleich viel zu tun, wenn ich hier so viel Mist mache. So. Jetzt sagen wir mal, wie es hier so ein bisschen bei uns aussieht in der Bude. So ein bisschen unordentlich, aber so nach 3-4 Tagen Spielen müssen die Sachen ja auch irgendwo hin. Wir hören übrigens gerne so ein paar Fangesänge, um uns einzustimmen. So sieht's aus bei uns. Irgendwo müssen die ganzen Drecksachen hier aufgehangen werden. Osnabrück! Haben es Pemera jetzt wohl ordentlich zum Sieg pöbeln. Das wird sicherlich ein lustiges Spiel gegen Waldgroßwitter. Kann man sich bestimmt mal angucken. Also einschalten. Und das Wort anfeuern. Ja, ich glaube, so schnell kommt das nicht online, David. Egal. Oh, heute wieder richtig schön windig. Immerhin kein Regen. Beziehungsweise noch nicht. Ne? Ich spüre keinen Wind. Ja, alles klar. Was ist eigentlich los mit euch? Ihr habt ein bisschen abgebaut, ne? Ja, ja, gestern hatten wir ja auf jeden Fall zwei Top-Teams, zumindest ein Top-Team, gegen das wir gespielt haben. Das zweite, ne? Ne, das erste, das war wirklich ein Top-Team, aber. Ja, war eigentlich ganz gut gestern gegen euch, muss man mal so sagen. Okay. Die ersten anderthalb Sätze danach war dann Feierabend, aber bis dahin fand ich es eigentlich voll okay. Umberto, gibt's schon Mittagessen? 14. Nein. Ach, das ist Umberto. Das ist der Werner. Du darfst den Vlog ein bisschen mitfüllen. Ach, das Scheiße. Moin. Grüß euch. Und macht Spaß oder was hier? Ja, sicher. Geil, macht ihr alle wieder runter, alle Seiten? Unser Squad sieht heute hochmotiviert aus. Alter, heute lassen wir es krachen, Mann. Auch übertrieben geile Teile, ne? Passt perfekt zum Tape. Ihr macht ernst mit eurem Sponsor, den ihr noch nicht habt. Da, wie läuft's mit der Kaffeesucht? Hey, ich bin ja schon drauf. Ja, sicher? Habt ihr schon viel gefilmt, oder was? Also, ich hab dir, glaube ich, viel zu. Also, kannst nachher viel cutten und so. Ja, gut. Das ja. Ist sehr gut. Schneiden ist immer besser als wenig. Ja, ich geb dir ein bisschen. Ich hab geschlafen und einen Zeitraffer gemacht, oder was? Oh, er war nicht schlecht. Wäre schön, wenn man immer so schlafen könnte. Ja, aber ich sehe schon, du bist ein Talent da drin. Ey. Gut. Ja. Immer schön auf Leute 24 Stunden irgendwo draufhalten und dann die Arbeit übernehmen. Heute auch wieder schön mit Gase, habe ich jetzt gelernt, dass das so heißt. Aber nochmal zurück zur Kaffeesucht. Die wievielte Tasse ist das heute? Keine Ahnung. Hauptsächlich besteht Kaffee aus Wasser. Also ich wollte gerade fragen, ob du mehr Kaffee oder mehr Wasser trinkst, aber wahrscheinlich. Oh,
Hast du den drauf? Der VfL heute. Ist so. Ich finde, wir sollten mal eine Fanfreundschaft zwischen Dynamo und Osnabrück anstreben. Ich glaube, das wird schwer. Ich wäre dabei. Ich glaube, nach den Relegationsspielen, wo wir Osnabrück zweimal in die dritte geschickt haben. So, Richard, den ersten über den Zaun jetzt. Los. David, kannst du mal zeigen, was du unter deinem T-Shirt hast? Da ist es. Da ist es. 3 Minuten noch einspielen. So, richtige Logenplätze hier, würde ich sagen, David. Bisschen unser Squad anpöbeln. Ja, da grinst Manu schon. Zack, Fehler. Ich glaube, wir müssen gehen. Stefan, komm mal ran hier. Wie ist das so der Chiri hier im Vergleich zur deutschen Tour? Bisschen entspannter, oder? Habt ihr überhaupt Karten mit? Das Wetter ist besser. Karten, die habe ich dabei, ja. Zimmerkarte, Kreditkarte. Was meinst du sonst? Keine Ahnung. Ist auch geil, dass mal so ein paar Emotionen wieder zugelassen werden, so richtig. Ja, Emotionen weglachen, oder? Ja. Dann viel Spaß, ne? Nervös bist du wahrscheinlich nicht. So, das Spiel heute war leider richtige Gurkenkacke. Aber das war nix. Das muss ich ehrlich sagen, hat sich schon vorm Spiel kacke angefühlt. Irgendwie Schulter lief heute gar nicht. Hat sich so durch das ganze Spiel gezogen. Ja, irgendwie mal abgebrochen haben. Also ist ja gar nicht unser Stil, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben noch nie ein Spiel abgebrochen, aber heute war es leider soweit. Das hat irgendwie alles keinen Sinn mehr gemacht. Und bevor man sich da irgendwie schwerer verletzt, ist es halt so. Heute Abend ist ja noch Foreman. Da passe ich jetzt leider auch. Rudi Schneider spielt da ein bisschen für mich. Ja, jetzt erstmal dem VfL die Daumen drücken, ne? Zum Klassenerhalt. So, ihr Eierköpfe. Wie war es heute bislang? Kacke. Scheiße. Heute Abend mit Rudi. Wer spielt zu? Das wird eine Überraschung. Ich denke, wir machen Wiener D-Jugend einfach. Wir drehen einfach. Jeder muss dazu spielen. Wir haben keinen Zuspieler mehr. Das Ding ist auch, ich weiß gar nicht, wann dieser Vlog online kommt. Wahrscheinlich ist er dann irgendwie übermorgen und wir reden von heute, was wahrscheinlich auch wenig Sinn. Egal. Ja, ne? Aber jetzt erstmal. Du weißt ja schon Bescheid, wie sehr wir uns Gedanken gemacht haben. So. Genau. So, jetzt hier erstmal ganz, ganz wichtig. Osnabrück. So. Das nächste Squad-Battle steht an. Das wird sicherlich geil. Auch wenn ich nicht mal mitspielen kann. Aber mit Rudi Schneider haben wir, glaube ich, einen adäquaten Ersatzmann gefunden. Ich freue mich. Vielleicht finde ich auch noch ein dämliches Spiel zum Kommentieren. Bis gleich. Zack. Also, ehrlich gesagt, würde man sich auch langsam mal irgendwie 20 Grad und Sonne wünschen. Und nicht Jacke, Handschuhe und Mütze. Aber so ist es halt, ne? Denn wie viel des Bier ist das schon heute? 7? Meine Kamera ist entspannt. Nur ein bisschen durch den Sand laufen. Ja, ich guck mir ja mal meinen Squad an. Geile Trikots, Männer. Moin, Rudi. Alles fit? Ja. Richard, Junge. Ey, ich glaube, mit dem T-Shirt schlägst du einfach härter. Safe. Hast du einen über den Zaun? Nee. Wie läuft's mit eurem zweitklassigen Zuspieler? Oh, Mann. Oh. Ey Manu, wie war's so 4 gegen 4? Als Zuspieler vor allem. Mhm. Was Neues. Ein schönes erstes Mal. Hat sich gut angefühlt. Was ist los? Außenpeitsche hat nicht funktioniert heute, oder was? Nicht funktioniert. Irgendwie die Abstimmung war noch nicht damit, David. Einmal Quarterback spielen und direkt verkacken. Guten Tag. Ah, na? Habt ihr gevloggt eigentlich noch? Habt ihr noch was? Ich hab die ganze Zeit so ein bisschen gemacht. Echt jetzt? Ja, wieso? Ja, wo ist denn die Kamera? In meiner Tasche. Ich dachte, du... Ja, willst du haben? Ja, wir machen jetzt den Übergang, oder? Willst du noch nachher mit zum Duschen mitnehmen, oder? Ich hoffe, ich hab das vernünftig für dich gemacht. Also ich hab immer mal zwischendurch... Gucken wir den Kram jetzt mal an und dann schauen wir morgen mal, was da draus geworden ist. Ja, okay? Bin mal gespannt. Ja, dann dankeschön, ja? Ja, gerne, gerne. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Jungs heute so gemacht haben mit der Kamera. Ich hoffe, es war gut. Ich schaue es mir jetzt gleich an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Abonniert unsere Kanäle, folgt uns. Schaut euch die Doku an. Die gibt's drüben bei Drops 4. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Macht's gut. Ciao.